Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part haben wir Damon Gant weiter verhört, oder eigentlich wohl eher Demon, wahrscheinlich, wenn wir uns das aus dem letzten Part nochmal in die Erinnerung zurückrufen. Auf jeden Fall hatten wir aber leider keinen handfesten Beweis dafür, um ihn jetzt schon des Mordes an Goodman überführen zu können. Deswegen hoffen wir jetzt dann aber, dass wir jetzt dann noch im Verhör mit Lana, den wir jetzt dann gleich haben werden, dass wir dann dort noch weitere Sachen herausfinden können, um dann halt Gant doch noch der Straftat zu überführen. Mal gucken. Wie es aussieht, sind wir noch mit von der Partie. Ja, dank Ihrer Hilfe, Edgeworth. Dieser Polizeichef. Er ist ein anderes Kaliber, nicht wahr, Jungs? Inspektor Gamschuh. Ich bin nicht mehr Inspektor. Oh, stimmt. Tut mir leid. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß schon, wo ich jetzt arbeiten werde. In Ihrem Büro. Mein Büro? Natürlich. Ich übernehme den Part des zugeknöpften Mädchens, das mit Ihnen zusammenarbeitete. Meint er etwa... Maya? Okay, Gamschuh arbeitet für uns, das wäre ziemlich cool. Und trotzdem, es sieht so aus, als ob wir Schachmatt wären. Polizeichef Gant hat es wieder mal geschafft. Wie behält er nur immer die Oberhand? Es ist nicht fair, dass er das Recht hat, die Aussage zu verweigern. Beruhigen Sie sich, Wright. Erinnern Sie sich, was der Richter sagte? Aber Polizeichef, das ist kein Recht, auf das man sich beiläufig beruft. Es müssen einige Risiken bedacht werden. Risiken? Was meinte er damit? Ganz einfach. Verweigert der Polizeichef die Aussage, tritt auch das Gegenteil ein. Das bedeutet, er verliert also auch das Recht, etwas zu sagen. Ah, okay. Emma, dir geht's wieder gut. Emma, geht's dir gut? Ja, als ich wieder zu mir kam, war ich im Krankenzimmer. Ich habe die Verhandlung von der Emporia aus verfolgt. Also hat sie alles mitbekommen. Emma, tut mir leid, was ich vorher gesagt habe. Nein, das macht nichts. Es war die Wahrheit. Es ist komisch, wisst ihr? Ich bin fast ein bisschen erleichtert. Erleichtert? Ja. Jetzt weiß ich endlich, was wirklich passiert ist. Wenn ich daran denke, dass meine Schwester die ganze Zeit von diesem schrecklichen Mann erpresst wurde. Und sie machte das alles, um mich zu beschützen. Seit ihrer Erinnerung, nicht Erinnerung, Ernennung zur Generalstaatsanwältin, sagten alle, die sie kannten, sie hätte sich verändert. Vielleicht... war es so leichter für Sie? Was meinen Sie damit? Was glauben Sie wohl? Die Anweisung von Polizeichef Gant befolgen. Sie muss sich tief in ihr Inneres zurückgezogen haben. Und hat sich gezwungen, alles zu tun, was der Polizeichef von ihr verlangte. Deshalb ist sie so kalt geworden. Es war alles mein Fehler. Alles nur, weil ich Herr Marshall tötete. Du hast sie nicht getötet. Hey, mach dir jetzt bloß keine Vorwürfe. Wenn du jemandem etwas vorwerfen möchtest, dann der Gesellschaft, Kleine. Polizeichef Gant mag alle mit seiner Fälschung hereinlegen. Aber nicht meine Erinnerung. Ich weiß es wieder. Ich stieß Herr Marshall in die Rüstung. Ich verstehe. Nun, wir gehen jetzt lieber wieder rein. Es ist Zeit für den Schlussakt. Oh, der Schlussakt? Emma, warte doch. Nein, ich gehe mit Ihnen. Ich möchte dabei sein, wenn Lana die Wahrheit erzählt. Gehen wir, Wright. Es ist Zeit, das Ganze zu beenden. Oh Gott. Jetzt geht's dann gleich richtig ab. So, speichern muss ich nicht, habe ich vor dem Part gemacht. Nein. So, 14.21 Uhr. Der Schlussakt. Puh. Und Emma ist wieder dabei. Yay! Nun denn, die angeklagte Frau Lana Sky soll in den Zeugenstand treten. Frau Lana Sky, Sie sind die Generalstaatsanwältin. Ich bin mir sicher, dass Ihnen bewusst ist, was von Ihnen erwartet wird. Aber Herr Edgeworth, Sie wissen doch bereits alles. Sie wissen alles, was ich in den letzten 2 Jahren getan habe. Bitte machen Sie Ihre Aussage, Frau Sky. Und denken Sie daran, Sie sagen unter Eid aus, wir wollen die Wahrheit hören. Natürlich, die Wahrheit. Lana, egal was passiert, ich werde immer deine Schwester sein. Nun denn, Ihre Aussage, wenn Sie so nett wären. Erzählen Sie uns zunächst von Ihrem Verhältnis zu Gant. Alles hängt von Ihrer Aussage ab. Sie sind unsere einzige Chance, Gant zu überführen. Okay. Wir kriegen zwar jetzt die Infos nicht durch Gant persönlich, aber wie wir gerade erfahren haben, kann Gant jetzt dann gleich wenigstens nicht dazwischen funken. Deswegen mal gucken, was wir jetzt hier so aus der Lana rauskriegen. Gant und die Manipulation. Ich habe jahrelang mit Gant zusammengearbeitet. Diese Erpressungstheorie entbehrt jeglicher Grundlage. Ich habe die Beweise vor 2 Jahren ganz allein manipuliert.
Als ich Staatsanwalt Marshes Leiche fand, habe ich den Tatort umarrangiert. Meine einzige Motivation war die Verurteilung von Dark. Emma spielte dabei keine Rolle. Ja, wer es glaubt. Wollen Sie wirklich bei dieser Aussage bleiben? Euer Ehren, ich gestehe ein Kapitalverbrechen. Natürlich bin ich mir das sicher. Aber Lana... Wenn das stimmt, heißt das, dass Polizeichef Gent nichts damit zu tun hatte. Das habe ich Ihnen doch schon von Anfang an gesagt. Bitte, Herr Wright, Sie müssen ihr helfen. Sie opfert sich für mich. Aber was ist, wenn sie die Wahrheit gesagt hat? Weil es war nicht die Wahrheit, spinnst du? Hat sie nicht. Ich kenne doch meine Schwester. Immer wenn sie so steif ist beim Sprechen, dann verheimlicht sie etwas. Tief in ihr drin schreit sie vor lauter Schmerz. Ja, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um meine Meinung in Frage zu stellen. Die Verteidigung darf jetzt mit dem Kreuzverhör beginnen. Okay. So. Los geht's, Lana. Ich habe jahrelang mit Gens zusammengearbeitet. Das stimmt. Aber trotzdem, Moment mal. Wie viele Jahre waren es genau? Seit ich Oberinspektorin geworden war. Mal sehen, damals war ich 24. Es müssten also 5 Jahre sein. Inspektor Gant und Inspektorin Sky waren als Partner legendär. Ich habe sie selbst bei zahlreichen Fällen aussagen gesehen. Sie muss gut gewesen sein. Sie war ja schließlich auf derselben Schule wie mir. Damon Gant war ein rechtschaffener Inspektor, deswegen... Diese Erpressungstheorie entbehrt jeglicher Grundlage. Moment mal! Aber überlegen Sie bitte nochmal, Frau Sky. Sie haben Inspektor Goodman nicht ermordet. Das haben Sie mir doch gestern im Gefängnis gesagt. Sie verstehen es immer noch nicht, Herr Wright. Jede Aussage, die Sie nicht vor Gericht bekommen, ist nichts weiter als Gerede. Hätten wir irgendwie aufnehmen sollen oder so. Ich habe Inspektor Goodman ein Messer in den Leib gerammt. Ja, das stimmt ja, aber du hast ihn dabei nicht ermordet. Und... Ich habe die Beweise vor 2 Jahren ganz allein manipuliert. Moment mal! Haben Sie das getan, um Ihrer Schwester zu helfen? Joe Dark war ein Serienmörder. Meine Schwester wäre um ein Haar sein letztes Opfer geworden. Ich wollte nicht, dass dieser Vorfall ihr Leben ruiniert. Aber was sie getan hat, war doch nur berechtigte Selbstverteidigung. Sie wäre doch überhaupt nicht angeklagt worden. Darum geht es nicht. Sie erlitt an diesem Tag ein Trauma und alles nur wegen dieses Misskerls. Das konnte ich ihm nicht verzeihen. Lana! Deswegen haben Sie also die Beweise vor 2 Jahren manipuliert? Als ich Staatsanwalt Marshes Leiche fand, habe ich den Tatort umarrangiert. Moment mal! Sie sagen, Sie hätten das alles ganz alleine durchgezogen? Ja. Würden Sie uns bitte erzählen, was Sie vorfanden, als Sie am Tatort eintrafen? Offenbar war ich die erste Person am Tatort. Das zerbrochene Messer der Staatsanwaltstrophäe steckte in der Leiche. Was? Aber Staatsanwalt Marshes starb bei einem unglücklichen Unfall. Sie haben nur geträumt, dass das ein mögliches Szenario war. Hä, what? In Wahrheit hatte ich meine Schwester den Staatsanwalt umgebracht. Ach, jetzt. Fantasieren Sie so viel Sie wollen, Herr Wright, aber ich werde dabei bleiben. Sie meinen, Staatsanwalt Marshall wurde letztlich doch vom Dark getötet? So in der Art. Wenn das der Fall ist, was ist dann aus der anderen Mordwaffe geworden? Dark war mit einem Springmesser bewaffnet. Ach, das lag auf dem Boden, ein kleines Stück entfernt. Es ist ihm wahrscheinlich beim Kampf aus der Hand geschlagen worden. So ist das nicht abgelaufen. Sie versucht, ihre Lügen mit weiteren Lügen zu vertuschen. Alles nur, um mich zu beschützen. Als Sie also den Tatort so vorfanden, was haben Sie da getan? Schließlich kommt es ja genau darauf an. Ja. Kommt es eine neue? Okay, eine neue Aussage, ja. Die Messerspitze abbrechen, sie in die Wunde stecken, die Leiche bewegen. Alles ich. Oh Gott. Die Messerspitze abbrechen, sie in die Wunde stecken, die Leiche bewegen. Ja, okay. Ja, nee, das verstehe ich jetzt aber auch wieder nicht ganz. Weil Lana behauptet ja jetzt, dass ja Marshall jetzt gar nicht durch diese Statue und durch Emma umgebracht wurde, sondern dass es tatsächlich Joe Dark war. Aber jetzt sagt sie ja, dass sie das alles gefaked hat und dass sie das Messer in die Wunde steckte. Aber da war doch dann quasi noch gar keine Wunde, oder? Weil ja sie behauptet, dass Marshall nicht durch die Statue gekillt wurde. Oder verstehe ich jetzt irgendwas falsch? Keine Ahnung, auf jeden Fall angreifen. Sie haben die Spitze von Darks Messer in die Wunde gesteckt und dann haben sie die Leiche bewegt?
Aber warum? Warum hätten sie das tun sollen? Das sollten sie doch am besten wissen, Edgeworth. Sie sind doch für ihren schlauen Kopf bekannt. Mein Kopf ist auch nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich helfen und fragen. Warum haben sie es hineingesteckt? Warum haben sie die Leiche bewegt? Ich würde beides interessieren. Erstmal, warum sie es hineingesteckt hat. Aber warum haben sie das getan? Also wirklich, Herr Wright, selbst Sie sollten das rausbekommen können. Die Zeugin soll ausführlich darauf eingehen. Darauf, warum Frau Skye das Messer manipuliert hat. Ich wusste... Okay, jetzt haben wir voll viele neue Aussagen. Ich wusste, dass die Spitze der Waffe in der Leiche uns als Beweis reichen würde. Achso, okay, alles klar. Jetzt komme ich übrigens auch mit, warum sie diese Aussage hier macht. Weil ich dachte ja, dass das auch schon jetzt einfach komplett falsch wäre. Aber ist, ich meine, ist vielleicht auch, aber jetzt nicht auf die Art, die ich dachte. Weil sie behauptet ja jetzt, dass halt Joe Dark den Marshall mit seinem Messer ermordet hat. Aber dass halt dann da die Messerspitze nicht in Marshall drin steckte, sondern dass er das Messer wieder komplett rausziehen konnte. Und sie hat dann das alles derart gefaked, dass sie eben die Spitze abgebrochen hat und dann in die Leiche halt reingeschoben hat, sodass es dann scheinbar ein eindeutiger Beweis dafür ist, dass Joe Dark es tatsächlich war. Das behauptet sie. Okay, verstanden wenigstens, ja. Ich wusste, dass die Spitze der Waffe in der Leiche uns als Beweis reichen würde. Moment mal. Laut ihrer Aussage war das zerbrochene Messer von Staatsanwalt Marshall die Mordwaffe, stimmt's? Ja, und hätte ich das so gelassen, wäre Dark davongekommen. Ich dachte, die effektivste Art und Weise, ihn verurteilen zu können, bestünde darin, dass sich seine Messerspitze in der Leiche des Opfers befände. Also haben Sie... Sie haben sie in die Stichwunde des Opfers gesteckt? Ja. Weil ich Dark dafür gehasst habe, was er getan hatte. Hm? Meine einzige Motivation war die Verurteilung von Dark. Emma spielte dabei keine Rolle. Okay. Sie haben also den Tatort umarrangiert. Sind Sie sicher, dass Sie das nicht taten, damit Emma nicht wie die Mörderin aussah? Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen, Herr Wright? Emma war es nicht. Basta. Sind Sie so verzweifelt, diese Tatsache zu verbergen? Dass Sie sogar die Todesstrafe in Kauf nehmen? Sie lügt! Sie hat das getan, damit ich nicht dafür zur Verantwortung gezogen werde. Wie auch immer. Als Staatsanwältin war das, was ich getan habe, unverzeihlich. Es gibt nichts, wodurch ich meine Taten wieder gut machen könnte. Herr Wright, meine Schwester lügt! Sieht so aus, als würde sie dich bis zum bitteren Ende beschützen wollen. Sie beharrt darauf, dass sie die Beweise selbst manipuliert hat. Es ist gar nicht möglich, dass sie es allein getan hat. Ich muss es schaffen, dass Lana noch mehr erzählt. Falls sie lügt, wird sie sich verplappern und in einen Widerspruch verstricken. Ich bin durch. Okay. Ich will es mal ganz gerne bei der einen Aussage von gerade eben nochmal angreifen und dann das andere fragen. Mach mal kurz, das war ja hier, ne? Also bin ich jetzt quasi hier, aber das war ja die eins davor, glaube ich, ne? Bei der angreifen. Und da ist dann gleich, kann ich dann das andere auswählen, hoffe ich mal. Ich weiß gar nicht mehr, was die andere Frage eigentlich war. Aber es geht dann vielleicht, mal gucken. Ne, das war es auch nicht. Dann war es doch das, oder? Als ich die fand, habe ich den... Ne, wo bin ich jetzt eigentlich? Ich habe die Beweise ganz allein mal... Ja, nee, passt, oder? Warte mal kurz, irgendwie ist die Reihenfolge von den Aussagen auch komisch. Kann das sein? Ich habe die Beweise vor 2 Jahren ganz allein manipuliert. Die Messerspitze abbrechen und benutzen alles ich. Ich wusste, dass die Spitze der Waffe in der Leiche uns als Beweis reichen würde. Meine einzige Motivation war die Verurteilung von Dark. Das war die letzte. Ja. Gerade eben habe ich jetzt hier angegriffen, ne? Und lässt mich nochmal dann doch hier angreifen. Was doch. Nee, das war doch nicht die. Weil die kam doch erst hinzu gerade eben, oder? Dachte ich. Ich will es mal kurz gucken. Okay, das war doch die richtige. Genau. Hier ist dann gleich kommt die Frage. Und ich habe sie ja da gefragt, warum sie es reingesteckt hat. Jetzt frage ich, warum sie die Leiche bewegt hat. Als sie am Tatort eintrafen, wo genau lag da die Leiche des Opfers? Sie lag dort, wo sie schon vermutet hatten, neben dem Tisch von Polizeichef Gant. Die Leiche wurde aber bei ihrem Schreibtisch gefunden. Warum haben sie sie dort hingelegt? Der Grund dafür ist ganz einfach. Nun gut, dann nehmen wir das in die Aussage der Zeugin auf. Den Grund, warum Frau Skye die Leiche bewegt hat. Okay, noch eine neue Aussage. Oder noch ein neuer Abschnitt der Aussage. Ist echt ziemlich lang hier. Die Scherben der Vase, die bei den Vorfällen zerbarst, gefährdeten diesen Plan. Okay. Stücke der Vase. Sie meinen... Ja, diese elende Vase, die uns Herr Wright vorhin gezeigt hat. Um zu zeigen, dass Dark das Verbrechen verübt hatte, hielt ich es für zweckdienlicher, die Leiche woanders hinzulegen. Also, als sie die Leiche ursprünglich fanden, war die Vase schon...
Natürlich, sie war in lauter Scherben zerborsten. Wenn man sich den Tatort ansah, war sofort klar, was passiert war. Neil Marshall war tot und Dark lag bewusstlos da. Mit anderen Worten, die Vase muss während ihres Kampfes kaputt gegangen sein. Verstehe. Was ist denn, Emma? Anscheinend ist die Vase zu dem Zeitpunkt zerbrochen, als das Verbrechen passierte. Aber ich habe so ein Gefühl, dass sich mehr dahinter verbirgt. Da muss doch irgendwo ein Widerspruch sein. Ja, irgendwas stimmt da mit der Reihenfolge, glaube ich, nicht, oder? Kann das sein? Wie auch immer, ich habe diese Manipulation völlig allein begangen. Nochmal kurz. Also hier sitzt die Scherben der Vase, die bei den Vorfällen zerbarst, gefährdeten diesen Plan. Okay, also es wurde ja auch gerade schon angedeutet, dass ich dann vielleicht hier was präsentieren muss. Ich bin mir zwar gar nicht ganz sicher, was ich jetzt aktuell präsentieren muss. Lass mal kurz gucken. Letztes Stück im Tresor von Gang gefunden. Emma steht im Blut auf der Oberfläche. Ich meine, das ist natürlich schon irgendwie auffällig, dass da halt Emma steht. Es würde mich interessieren, was sie da dagegen dann zu sagen hat, dass da Emma einfach mal auf der Vase steht. Erstmal nochmal kurz überlegen. Okay, also Lana behauptet jetzt, dass als Joe, Dark und Neil Marshall gekämpft haben, dass da die Vase runterfiel. Ja. Aber wir wissen doch, oder wissen wir das eigentlich definitiv, dass das Blut auf der Vase von Neil Marshall ist? Das wissen wir schon, oder? Denke ich jetzt mal. Ich denke mal, das wissen wir. Und er hat ja da dann Emma draufgeschrieben. Ja. Aber das kann ja von der Reihenfolge her nicht sein, weil wenn die beiden halt gekämpft haben und sie dann runterfiel, dann hätte er doch nicht danach da noch irgendwas da draufschreiben können. Völlig egal, was er da jetzt draufschreibt, ob Emma oder Joe Dark oder sonst irgendwas, hätte doch nicht sein können, weil die Vase ja dann zu dem Zeitpunkt, als dann der Joe Dark angeblich den Neil Marshall das Messer reingestochen hat, da wäre die Vase ja schon kaputt und das hätte dann der Neil Marshall nicht mehr machen können. Deswegen kann es nicht sein, dass dann die Vase da schon zerbrochen war. Richtig? Das macht doch Sinn, oder? Ich finde schon. ich wüsste jetzt auch nicht, was ich ansonsten machen soll. Wie gesagt, hier bei der Aussage, die jetzt direkt vor uns ist, haben auch Emma und Phoenix gerade eben schon angedeutet, dass da ein Widerspruch sein könnte. Und das ist auch die, die ich auch selber am komischsten fand. Und wie gesagt, das passt von der Reihenfolge her nicht. Und das macht am meisten Sinn. Deswegen präsentiere ich das. Einspruch! Frau Sky, ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Sie haben dieses Verbrechen vor 2 Jahren begangen, um Ihre Schwester zu schützen. Sie meinen die Manipulation am Tatort, an dem Neil Marshall ermordet wurde? Wenn diese Wahrheit jetzt ans Licht käme, wären die letzten 2 Jahre Ihres Lebens nutzlos gewesen. Auch wenn dies so ist, sehe ich mich gezwungen, alle auf einen Widerspruch in Ihrer Aussage aufmerksam zu machen. Ein Widerspruch in meiner Aussage? Sie haben ausgesagt, ich zitiere, die Scherben der Vase, die bei den Ereignissen zerbarst, gefährdeten diesen Plan. Das ist richtig. Haben Sie ein Problem damit? Es ist ein einfaches Versehen, nichts weiter. Sehen Sie, auf die Vase war etwas mit dem Blut des Opfers geschrieben worden. Ja, der Staatsanwalt muss das in seinen letzten Atemzügen geschrieben haben. Genau. Und da liegt auch der Widerspruch. Damit das Opfer diese Nachricht auf die Vase hätte schreiben können, hätte sie vor seinem Tod noch nicht kaputt sein dürfen. Er hätte Emmas Name nicht auf eine zerborstene Vase schreiben können. Sehr gut. Ruhe, Ruhe! Euer Ehren, es sieht so aus, als würden mehr Informationen zu dieser Vase und dieser blutigen Nachricht benötigt. Uns könnte hier etwas Entscheidendes entgangen sein. Etwas Entscheidendes? Generalstaatsanwältin, Sie scheinen genauso im Dunkeln zu tappen wie wir, was die Wahrheit betrifft, die wir hier herausfinden wollen. Was? Sagen Sie uns einfach nur, was Sie gesehen haben. Wir setzen dann die Informationen zusammen, um die Wahrheit herauszubekommen. Nun gut, die Zeugin darf mit ihrer Aussage fortfahren. Okay. Vase und Nachricht im Blut. Da bin ich jetzt auch gespannt, was sie jetzt dazu zu erzählen hat. Ob sie jetzt irgendeine Ausrede dann parat hat. Irgendeinen anderen Grund, warum Neil Marshall da immer draufgeschrieben haben sollte. Mal gucken. Ich habe die Blutspuren auf der Vase sofort bemerkt. Aber in dem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, dem nachzugehen. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. Die Bruchstücke waren groß, deswegen bin ich mir sicher, dass ich alle gefunden habe. Ich konnte an nichts anderes denken, als sie abzuwischen, bevor sie entdeckt würden.
Ja, das war auch eine komische Aussage, finde ich. Sie meinen, Sie waren diejenige, die diese Nachricht im Blut weggewischt hat? Zu dieser Zeit war ich noch nicht Generalstaatsanwältin. Sie glaubte nicht, dass Stark der wahre Mörder war. Deswegen versuchte sie, die echten Beweise zu entfernen. Nun gut, die Verteidigung kann jetzt mit dem Kreuzfeuer beginnen. Aber sie hat ja jetzt nicht wirklich erklärt, wie jetzt dann eigentlich da Neil Marshall Emma draufschreiben konnte, obwohl die ja angeblich zerbrochen war. Das hat sie jetzt gar nicht erklärt, oder? Finde ich jetzt. Ich habe die Blutspuren auf der Vase sofort bemerkt. Moment mal! Die Vase war also schon zerbrochen? Es ist ein Wunder, dass sie nicht schon früher zerbrochen war. Sie sieht ungefähr genauso kläglich aus wie die Position der Verteidigung. Was wissen du jetzt eigentlich, Richter? Aber nicht so kläglich wie das Urteilsvermögen des Richters. Ja, sehr gut, Felix. Sie waren doch eine Top-Inspektorin, der nie etwas entging. Wollen Sie uns wirklich weismachen, Sie hätten nicht untersucht, was auf den Scherben stand? Normalerweise hätte ich das. Aber in dem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, dem nachzugehen. Okay, also behauptet sie jetzt einfach, dass schon einfach vor der, also komplett vor der Tat, ein paar Tage vorher vielleicht auch schon da, einfach auch schon Emma drauf stand oder wie? Weil das behauptet sie ja anscheinend. Weil sie ja immer noch dabei bleibt, dass die schon vor dem Tod von Neil Marshall zerbrochen war. Okay, sehr seltsam. Aber in dem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, dem nachzugehen. Moment mal! Sie haben also nicht gewusst, dass der Name ihrer Schwester auf der Vase stand? Nein. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich alle Scherben aufgesammelt und zu Staub zermahlen. Nun, das hilft uns jetzt richtig weiter. Lana, das würdest du für mich tun? Scheint so, als würden sie beide sich doch noch vertragen. Wie auch immer, ich hatte kaum genug Zeit, um die Leiche zu bewegen. Wenn jemand gekommen wäre, hätten sie die Beweise nicht mehr beseitigen können. Sie müssen es sehr eilig gehabt haben. Das hatte ich. Ich wusste, dass ich die Beweise beseitigen musste, bevor jemand kommt. Das ist äußerst schockierend. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. Moment mal! Ich fürchte, ihr Handeln offenbart, was wirklich passiert ist. Was meinen Sie? Wenn Sie wirklich dachten, dass Stark Staatsanwalt Marshall getötet hat, hätten Sie das Blut nicht weggewischt. Was hätte ich denn sonst in dieser Situation machen sollen? Und Lana? Ich hatte nur wenige Augenblicke Zeit. Ich hatte gerade genug Zeit, um die Scherben einzusammeln. Die Bruchstücke waren groß, deswegen bin ich mir sicher, dass ich alle gefunden habe. Moment mal! Aber wie konnten Sie bei dem Stromausfall etwas sehen? Es war doch stockdunkel im Büro. Eine Inspektorin ist auf alles vorbereitet, Herr Wright. Selbst jetzt habe ich immer eine Taschenlampe und eine Kamera dabei. Aber hat sie nicht gerade eben behauptet, dass irgendwie das weiß dunkel war, sie es nicht umsehen konnte? Und jetzt sagt sie, ja, ich habe eine Taschenlampe dabei. Ich hätte schon gucken können. Oder wie? Ich habe ja auch immer eine Notfallflasche mit Luminol dabei, egal wo ich hingehe. Ich übersehe nie etwas. Ich habe jede einzelne Scherbe aufgesammelt. Du übersiehst nie etwas, aber du hast gerade behauptet, dass du übersehen hast, dass da Blut drauf war. Oder wie? Ich konnte an nichts anderes denken, als sie abzuwischen, bevor sie entdeckt würden. Ich will auch noch ganz kurz nachgucken, jetzt ob ich nicht auch wieder verrückt werde oder so. Das war doch hier. In dem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, dem nachzugehen. Ja, du hast eine Taschenlampe immer dabei. Du hättest noch einmal darauf draufdrücken müssen. Das hätte nicht so lange gedauert, oder? Ah ne, okay, hier, oh, ich bin blöd. Hier sagt sie, sie hat sie sofort bemerkt. Okay, aber dann sagt sie, dass sie... Weil es dunkel... Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil es dunkel war, konnte sie nämlich nachgehen. Also erst sagt sie, dass sie die Blutspuren bemerkt hat. Ob sie jetzt da die Taschenlampe benutzt hat oder nicht, habe ich keine Ahnung. Aber dann sagt sie jetzt, weil es dunkel war, hat sie dann keine Zeit, dem nachzugehen, warum da Blutspuren auf der Vase waren. What? Das macht überhaupt keinen Sinn, finde ich. Aber okay, dann... Ich konnte ja nichts anderes denken, als sie abzuwischen, bevor sie entdeckt würden. Moment mal. Sie haben also den Tatort kriminellerweise umarrangiert? Ja, meine Handlungsweise ist nicht zu entschuldigen. Tut mir leid, Lana. Ich habe nicht gewusst. Ich habe dich die ganze Zeit über so schlecht behandelt. Das ist noch nicht zu spät. Es ist noch genügend Zeit, sich wieder zu versöhnen. Nachdem wir diesen Vorfall auf den Grund gegangen sind. Dieser Tag wird zweifelsohne die Staatsanwaltschaft für immer beflecken. In ihrer Aussage sind noch weitere Widersprüche ans Licht gekommen. Deine Schwester kämpft wirklich wie ein Löwe. Du musst dir wirklich sehr viel bedeuten. Nichtsdestotrotz hat sie dabei den falschen Weg angeschlagen. Ich glaube, ich habe jetzt endlich die Widersprüche in ihrer Aussage erkannt. Ich noch nicht. Es gibt noch eine letzte Möglichkeit, die alles zum Guten wenden könnte.
Okay, ich muss schon präsentieren. Ich habe ja überall angegriffen. Okay. So, dann lassen wir mal kurz überlegen. So, ich habe die Blutspuren auf der Vase sofort bemerkt. Ja, obwohl es dunkel war. Aber das ist ja okay, weil sie hat eine Taschenlampe dabei. Das passt ja. Aber leider habe ich, ich hätte ganz gerne die Taschenlampe von ihr hier auch in die Gerichtsakte bekommen, dass ich die dann auch präsentieren darf. Das wäre ganz cool gewesen. Weil ich nämlich damit vielleicht dann einen Widerspruch hätte aufdecken können, aber habe ich nicht bekommen, leider. Aber okay. In dem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, dem nachzugehen. Ja, aber da könnte ich nämlich zum Beispiel hier einfach die Taschenlampe präsentieren und fertig. Widerspruch. Aber darf ich ja anscheinend nicht. In dem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, dem nachzugehen. Aber ich meine, wenn wir jetzt mal trotzdem da dran denken, ob das so halbwegs stimmen könnte, die Aussage, ich meine, es stimmt schon. Weil einerseits ist es halt dunkel und sie müsste ihre Taschenlampe erst irgendwie anmachen und hat dann nur ein eingeschränktes Sichtfeld. Und sie hat halt da auf der einen Seite eine blutbefleckte Vase vor sich und auf der anderen Seite eine Leiche. Und da würde ich auch zuerst zu der Leiche hingehen, ne? Also das ist schon okay. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. So. Sie hat das Blut abgewischt. Da muss ich auch mal kurz überlegen. Haben wir eigentlich zuvor schon mal geklärt, wer das Blut abgewischt hat? Also ist es so, dass wir jetzt vor ihrer Aussage dachten, dass es jemand anderes gewesen wäre? Ja, ich meine, vielleicht haben wir halt gedacht, dass es irgendwie auch Gant war. Weil er auch da seine, oder dann halt die Scherben da gehabt hat. Achso, übrigens, warte mal kurz. Hier sagt sie ja, dass sie alle Bruchstücke gefunden, okay. Hier sagt sie, dass sie alle Bruchstücke gefunden hat. Ja. Aber eines der Bruchstücke war ja im Tresor von Gant. Und sie behauptet ja, dass Gant nichts damit zu tun hatten, dass es alles sie war. Aber wie konnte denn dann in seinem Tresor, von dem sie ja dann auch die Kombination nicht kannte, auch wenn es einfach seine Ausweisnummer ist, aber trotzdem, die kannte sie nicht, behaupte ich mal. Wie konnte dann in seinem Tresor eines der Bruchstücke landen, wenn sie ja alle mitgenommen hat, wie sie behauptet? Das kann nicht sein. Und das ist vielleicht der Widerspruch. Muss ich jetzt nochmal die Vase dann präsentieren, oder habe ich denn den Tresor eigentlich von ihm, von Gant? Hier habe ich ja nicht, ne? Steht es bei der Vase eigentlich dabei? Das steht da, glaube ich, dabei, ne? Letztes Stück im Tresor, genau, steht ja dabei. Da muss ich einfach nochmal die Vase, meine ich, präsentieren. Und dann halt hier, schätze ich mal, oder? Die Bruchstücke waren groß, deswegen bin ich mir sicher, dass ich alle gefunden habe. Aber trotzdem war eines der Stücke im Tresor von Gant und du sagst aber, dass er nichts davon wusste und nichts damit zu tun hatte und das kann nicht sein. Dann ist es womöglich das. Ja, aber ich werde es dann erst im nächsten Part präsentieren, denn ich würde erstmal sagen, Leute, das war's dann hier auf diesem Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Beim nächsten Mal geht es dann hier noch im Kreuzverhör mit Salam noch ein bisschen weiter. Ich kann mir dann auch bis zum nächsten Part wieder kurz überlegen, was ich dann genau machen will, aber ich denke schon, dass ich dann die Vase präsentieren will, weil es nämlich schon Sinn macht. Das Einzige, was mich jetzt verwirrt, ist, dass ich halt zweimal in Folge jetzt die Vase präsentieren muss, aber es kam mir schon häufiger vor, dass man zweimal in Folge denselben Beweis präsentieren muss, deswegen werde ich es dann wahrscheinlich schon machen, dann beim nächsten Mal eben die Vase dazu präsentieren. Und dann mal gucken, wie das noch hier alles ablaufen wird, jetzt beim Schlussakt. Ich bin echt schon gespannt, was noch alles passieren wird und wie lange jetzt das hier noch dauern wird. Und wir dann im Endeffekt aufklären können, dass es halt Gant war. Also die Spannung kocht echt immer weiter nach oben und ich bin schon sehr gespannt dann auf den nächsten Part. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.